Hallo, meine wundervollen Seelen. Ja, ich habe heute wieder ein neues Orakel für euch ausgelegt. Und wie ihr seht, gucken wir wieder auf dich. Das heißt, was erwartet dich hier in den nächsten Tagen? Mit was beschäftigst du dich? Was kommt auf dich zu? Es ist immer so dieser kleine allgemeine Blick. Und ihr wisst ja, ne, es ist alles auf allgemeines Kollektiv ausgelegt. Das heißt, es ersetzt keine persönliche Beratung. Das heißt, alles, was ich hier sage, kann mit dir übereinstimmen, muss es aber nicht. So, dann schauen wir auch gleich mal, dass wir dieses Mal diese Nachrichten etwas kürzer halten. Die letzten waren ja immer sehr intensiv. So, wir haben hier einmal den Bären und das Schiff. Ja, der Bär steht für Kraft, Stärke und Ausdauer, wie wir wissen, ne? Und ja, du machst dich hier auf die Reise, du bewegst dich. Ja, das heißt, du schaust, dass du genau dieses Thema jetzt auch hier in die Veränderung bringst, dass du also vielleicht auch wieder mutiger bist. Mit dem Schiff haben wir hier noch ein bisschen Geduld auch, ne? Das heißt, das Schiff fährt langsam, aber man ja, bewegt sich jetzt oder man kommt jetzt in diese Stärke wieder etwas zu verändern. Ja, es kommt jetzt darauf auch natürlich, in welchen Umständen du gerade bist oder beziehungsweise welches Thema für dich gerade interessant ist. Viele werden immer auf die Liebe gucken, ne? Ich weiß. Es könnte hier aber auch eine berufliche Änderung anstehen. Wir hätten hier eine Autoritätsperson, ja, wo du vielleicht, ja, eine Geschäftsreise könnte das sein. Es könnte aber auch sein, dass du oder dass dir hier ein Vorgesetzter eine Veränderung ankündigt. Es könnte auch eine Auslandsreise sein, na, wo du vielleicht hinfahren musst. Aber in erster Linie für dich selbst nehme ich hier wahr, dass du jetzt wieder in deine Kraft und deine Stärke kommst und eben einen anderen Kurs auch einschlägst. Ne? Und das Schiff ist zwar unterwegs, aber das Schiff kehrt auch immer wieder in den Hafen zurück. Ja, das hatte ich auch beim letzten Mal gesagt. Das heißt, man macht sich also schon irgendwo auch auf die Reise anzukommen. Ja, oder man ist jetzt zumindest mal losgegangen. Vielleicht hattest du in der Vergangenheit eine Situation, die stagniert ist. Das war ja auch in den letzten Legungen ersichtlich, dass es hier um eine Stagnation geht. Und dann kann man hier jetzt eigentlich sagen, gut, dann war diese Ruhephase eigentlich sehr, sehr gut für dich. Damit du also quasi hier wieder in deine Kraft, in deine Ausdauer kommst und sozusagen dich wieder entwickeln kannst. Ja, vielleicht auch hier die Horizonterweiterung, Bewusstseinserweiterung. Also generell geht es hier um eine Veränderung. So, dann haben wir natürlich hier den Bären, der auch für jemanden aus der Vergangenheit stehen kann. Das heißt, hier macht sich also jemand aus der Vergangenheit auch auf die Reise, wie man sieht, oder möchte auch etwas verändern. Der Bär kann aber auch für einen Mann stehen, der älter ist als du oder vielleicht auch schon von der Reife her. Ne? Muss nicht, kann, ne? Aber auch hier möchte diese Person anscheinend etwas verändern. Wir haben hier auch die Sehnsüchte. Ja? Das Schiff dürfen wir mit diesem nicht außer Acht lassen. Das heißt, ja, es kann auch sein, dass du dich hier vielleicht noch nach jemandem sehnst aus der Vergangenheit, ne? Oder diese Person macht sich hier jetzt auch auf eine Reise beziehungsweise verändert etwas. So, wir schauen uns aber jetzt mal die Klärungskarten an. Da haben wir also einmal die Lilien. Da sollte also wieder etwas in die Balance, in den Ausgleich gebracht werden. Naja, gut, haben wir schon geklärt, was ist, ne? Hier haben wir den Herzensmenschen liegen. Wenn du hier jetzt als Single guckst und sagst, okay, ich habe da niemanden, dann ist es deine eigene Energie, ja? Also das ist die männliche Energie, die jetzt nach vorne geht. Na, das ist dieses, ich nehme mir jetzt endlich mal das, was mir zusteht. Das heißt, auch hier würde es wieder sehr schön ja, im Einklang sein für dich selber, dass man sagt, ja, ja, du arbeitest jetzt hier daran, etwas zu verändern, weil du jetzt wieder genügend Kraft gesammelt hast, kannst also sozusagen für dich selber wieder schauen, dass du hier in deine innere Balance, in deine Harmonie kommst, ja, dass du in dir einfach ausgeglichen bist und daran schaffst du sozusagen oder da bist du sehr aktiv. Dann haben wir natürlich hier, das könnte jetzt im beruflichen Bereich genauso sein, ne, dass man hier sagt, okay, ich möchte hier wieder
einen Ausgleich haben für etwas, deswegen auch vielleicht die Veränderung hier mit einer Autoritätsperson, ne? Und dass du dich auch dafür einsetzt, für irgendeinen Ausgleich, der stattfinden soll. Was immer das jetzt ist, das kann mehr Gehalt sein, das kann eine bessere Stellung sein, es kann generell eine ganz andere Veränderung sein, ne? Dass man sagt, okay, passt mir jetzt hier nicht mehr so, ich bin da nicht mehr in meiner Mitte, ich muss jetzt schauen, wie ich da nach vorne gehe. Was kann man also sozusagen hier mit dem Schiff verändern? Oder es ist eben, wie gesagt, ein Gegenüber, das wir hier haben, ne? Da, wo man jetzt auch hier endlich mutig genug ist, ja, mutig genug oder stark genug in eine Veränderung hineinzugehen oder überhaupt mal etwas zu verändern. Ja, der Bär ist hier natürlich auch nicht außer Acht zu lassen, indem, dass man es hier mit einer sehr autoritären Person zu tun hat, sehr, vielleicht auch manchmal sehr dominant, sehr stur, sehr rechthaberisch. Ja, die Meinung zählt, ne? Und keine andere lässt man, also man lässt andere Meinungen nicht oder man duldet andere Meinungen nicht. Das ist auch so, das kann so der Bär sein, ja, sehr, sehr bestimmend. Und dann kann man hier aber sagen, dass hier jemand das aber verändern wird, ja. Das heißt, also wenn du es hier mit einem Wunschpartner zu tun hattest, der hier sehr eigenbrötlerisch war oder beziehungsweise ja, so eingefahrene Ansichten hatte, na, ne, hier, da, das ist meine Meinung, die zählt und sonst gibt es nichts noch daneben, ne? Dann verändert sich diese Person, weil hier kommt jemand oder hier möchte auch jemand ausgleichen. Das heißt, man ist also da auch unterwegs, irgendwas wieder in die Balance zu bringen, weil hier schon gewisse Sehnsüchte auch da sind und eine ganz schöne Anziehungskraft zu dir. Das heißt, vor allem sexuelle Anziehungskraft, aber überhaupt die Anziehungskraft zu dir, die er hier auch verspürt, ne? Und deswegen geht man auch hier in die Veränderung rein oder zumindest möchte man hier etwas verändern. Schauen wir mal weiter. So, dann haben wir hier einmal das Haus und den Ring. Ach, guck mal einer an. Man möchte also eine feste Partnerschaft oder man möchte eine stabile Partnerschaft haben. Ja, das kann jetzt hier im beruflichen Bereich sein, wie gesagt, dass man hier anstrebt, dass es also dass es ein Festvertrag werden soll. Vielleicht ist es immer so ein schwankendes Auf und Ab, ja, dass man sich vielleicht hier nicht entscheiden konnte, gibt man dir eine Festanstellung oder nicht. Das kriege ich hier auch gerade noch als Botschaft rein. Oder man geht jetzt komplett in eine Veränderung und ja, vielleicht hast du mehrere Jobs gehabt und konntest dich vielleicht nicht entscheiden, ja, dieses schwankende Gemüt, dass man sagt, ich weiß nicht, wo ich mich hier verankern soll oder wo treibt es mich hin, sozusagen. Dann wirst du aber hier einen festen Vertrag eingehen. Ja, weil wir haben hier das Haus, das ist also eine solide Grundbasis und wir haben hier den Ring als den Vertrag symbolisierend oder zumindest, dass man eine feste Verbindung eingeht. Ja, und das kann hier wie genau wie im beruflichen sein. Vielleicht wartest du auch noch auf Ämter und behördliche Dinge. Das kann ja auch sein, ne, dass man sagt, na, das zieht sich auch schon ewig und 3 Tage. Aber dann ergreife du jetzt endlich die Initiative, vielleicht auch nochmal nachzufragen, ja, oder da nochmal aktiv auf das Ganze jetzt zuzugehen, noch in der Winterszeit, ja, weil du würdest hier dann etwas dingfest machen. Ja, das heißt, also hier liegt ein fester Abschluss. Wenn es vielleicht um finanzielle Dinge geht, oder ich weiß ja nicht, was es sonst noch gibt, na, vielleicht Unterhaltszahlungen, dann ist es aber an dir gelegen, da jetzt nach vorne zu gehen. Ja, ansonsten steht es hier für deinen Wunschpartner, ja, wenn sofern ja einer vorhanden ist. Wie gesagt, unterschiedliche Leute hier dabei, wo man jetzt aber in eine feste, solide Partnerschaft möchte, ja. Also hier haben wir jemanden, der ja vielleicht in seinen Meinungen bis dato nicht abgewichen ist, sondern es ist alles schwarz oder weiß, ne? Es gibt keine Farben dazwischen. Und jetzt verändert man das Ganze. Oder hier verändert sich jemand noch in der Winterszeit, ja, wenn wir die Lilien noch da haben. Das heißt, ja, es ist langsam unterwegs. Es ist jetzt nicht, dass du denkst, das kommt jetzt morgen, ne? Sondern das Schiff ist schon eine langsame Veränderung. Aber hier gleicht jemand was aus oder hier möchte jemand wieder Harmonie. Man sehnt sich nach dir und man sehnt sich ja auch hier nach einer festen Partnerschaft. Und vielleicht war genau dieses Thema eben bei ihm, dass er sich nicht sicher war, will er das oder will er das nicht. So,
Aber hier kann ich dir sagen, dass dieser Mensch jetzt dabei ist, sich auf den Weg zu machen, weil genau da will man hin. Ne? Ja, schauen wir mal, ob da noch was reinkommt. Wenn ich nichts sage, dann warte ich immer noch, ob noch was kommt. Für die Singles unter euch, ja, dann würde ich hier sagen, ist es vielleicht auch Zeit, etwas Vergangenes oder wenn du hier noch an etwas Altem festhängst, dass du versuchst, das jetzt auch hier in die Veränderung zu bringen, ja, dass du wieder aktiver wirst, dass du da etwas abschließt. Es könnte auch noch ein Familien-, ein Vaterthema sein. Kann ich ja auch nicht ausschließen, weil wir die Lilie mit den Bären haben. Na, wo also für dich die Reise weitergeht, ja, das ist auch etwas, wo man sagt, hey, komm, werd hier aktiv, schau, dass du hier in deine Stabilität kommst, guck dir vielleicht nochmal die Wiederholungen an, die sich bei dir immer zeigen, ne? Vielleicht auch in Bezug auf einen Ex-Partner, was sich da vielleicht wiederholt hat, oder guck dir überhaupt die Partnerschaften an, ob das irgendwo eine Parallele vielleicht auch zu deinem Vater da gibt, ne? Das könnte dann hier nochmal eine Veränderung sein, wo man sagt, okay, da soll es jetzt auch in eine Stabilität reingehen. Ja, weil hier sieht man im häuslichen Bereich ein paar Wiederholungen. Könnte also durchaus mit einem Familienmitglied auch zu tun haben. Oder eben ein Vater-Mutter-Thema, was bei dir noch gelöst werden darf. Also solche Themen könnte es auch noch sein, ja, damit es letztendlich auch für dich in eine stabile Partnerschaft reingeht, weil dann hättest du auch die Möglichkeit hier, also entweder kommt dann auch bei dir jemand noch mal aus der Vergangenheit auf dich zu, das für dich mal ein Herzensmann war, oder du lernst hier ja, eine neue Person kennen, dann dürfte das aber noch in der kalten Jahreszeit sein und dann würdest du auch hier in eine stabile Partnerschaft gehen. Ja, ich nehme jetzt alle mit, ne, weil so kommt mir das auch gerade rein. So, jetzt schauen wir aber in die Crime of Love noch rein. Was haben wir hier? Da haben wir die Mondphase. Ja, da haben wir auch die Stimmungsschwankungen drauf, wie man hier sehr schön lesen kann. Etwas beenden, um etwas Neues zu beginnen. Wir haben hier sehr eine nachdenkliche Zeit. Die tiefe Sehnsucht, also eigentlich das, was ich jetzt hier schon gesagt habe, bestätigt sich das nochmal. Und das kann sich jetzt zunächst in Mondphase verändern. Veränderungen bei Vollmond. Ja, also vielleicht auch zum nächsten Vollmond. Wir wissen es ja immer nicht, Zeit ist relativ. Aber letztendlich das, was ich hier schon gesagt habe, bestätigt sich mit dieser Karte auch nochmal. Dann haben wir hier den Gedankenblick. Ja, hier schwelgt also jemand in Erinnerung. Es kann auch sein, ne, weil im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, jemand aus der Vergangenheit kann sein. Diese Stimmungsschwankungen können auch bei dir sein. Ne? Das ist, deswegen geht es hier auch für dich aktiv in den Ausgleich, damit du eine stabile Partnerschaft oder eine stabile Basis auch zu dir selber wieder erreichst. Das heißt also wirklich hier etwas Altes abschließen und ein neues Kapitel sozusagen eröffnen. Und man sieht dann vielleicht auch, dass du sehr nachdenklich bist. Ja, vielleicht beschäftigt dich auch hier noch jemand aus der Vergangenheit. Ja. Das kann auch sein, dass man da noch Sehnsüchte verspürt. Aber wie gesagt, ja, hier lässt du noch mal sozusagen etwas Revue passieren. Ich würde aber auch hier sagen, dass dein Gegenüber auch hier noch mal etwas Revue passieren lässt. Ja, das heißt, also man schaut sich noch mal verschiedene Dinge an und man hat hier eigentlich sehr hoffnungsvolle Gedanken. Ne? Das Schiff, die Sehnsucht, die Hoffnung, dass jemand kommt oder dass man in die Veränderung gehen kann. Und hier denkt auch jemand sehr liebevoll an dich. Ne? Also hier haben wir nichts Negatives. So, da haben wir nichts Negatives und da kommt die schwarze Rose. Alter Schwede. Ja, also die schwarze Rose ist natürlich ein negatives Ereignis, ganz klar. Das ist eine sehr düstere Karte. Aber ich denke, dass man hier einfach nochmal nachdenkt und Revue passieren lässt, warum das Ganze vielleicht zwischen euch stagniert ist, warum vielleicht auch kein Kontakt herrscht, ja, warum etwas zu Ende gegangen ist, wo es festgefahren war. Also man denkt schon. Man hat liebevolle Gedanken, aber man macht sich auch Gedanken, warum das nicht geklappt hat, ja, oder was da die Ursache war. Und ich denke, das läuft hier parallel auf beider Seiten, also einmal du, einmal er, ja, wo man wirklich sagt, ugh.
Und vielleicht habt ihr auch gerade diese Trennungsphase, aber man sieht, dass ihr euch, ja, man sehnt sich einfach, ja. Aber du bist jetzt hier in deiner Stärke und bereit zu sagen, okay, dann gehe ich halt in die Veränderung, ich kann es nicht ändern, ne? Oder es ist so, wie es ist. Man denkt zwar nochmal dran nach und holt sich auch wieder diese Sachen, die nicht so schön waren, ja. Aber trotzdem, ja, möchtest du in eine Veränderung reingehen, weil das, was jetzt da war, oder vielleicht wolltest du auch eine stabile Partnerschaft mit ihm haben und genau das war das Thema bei ihm, ne, dass er da so ein schwankendes Gemüt hatte und nicht wusste, wo er sein Ei hinlegen soll. Also irgendwo merke ich das, dass ihr das beide Revue passieren lässt. Da denkt jeder eigentlich an diese Ereignisse nach. Ne? Für dich als Single ist es, oder ob jetzt Single oder nicht, ne? Im Endeffekt geht es um dich selber, einfach diese Sachen nochmal anzuschauen, wo ich vorhin sagte mit den wiederholenden Vorgängen, ne? wo ist hier immer irgendwo was schiefgelaufen, wo war ich vielleicht selber zu festgefahren, weil es ist ja auch dein Blatt, ne? Wo man mit den Bären auch bei dir sagen kann, okay, vielleicht solltest du auch mal ein bisschen schauen, wo du deine Sichtweisen verändern kannst, ja, oder vielleicht mal die Dinge ein bisschen anders zu betrachten oder vielleicht auch andere Meinungen mal gelten lassen. Ne? Es kann auch dich betreffen. Ne? Aber ich nehme es hier sehr, sehr stark wahr, dass hier einfach jemand aus der Vergangenheit wieder auftaucht. So, und die letzte Karte, da haben wir hier beschützt. Ja, man möchte eigentlich, oder man passt aufeinander auf. Das kann auch sein, dass ihr euch irgendwo auch gegenseitig beobachtet. Das kann ich hier nicht ausschließen. Aber man hat sich definitiv sehr viel in den Gedanken, ihr beide, ja. Vielleicht macht ihr auch momentan sehr viel mit Freunden. Das kann auch sein, ja, dass man sich hier auch Rat von Freunden einholt, Rat von einer Autoritätsperson, wie kann man was verändern. Vielleicht hat man aber auch einen guten alten Freund, einen besten Freund, Freundin, ja, mit dem man darüber spricht. Es könnte auch jemand aus der Familie sein, vielleicht teilt man sich auch im Elternteil mit, ja, dass du vielleicht mit deinem Vater, mit deiner Mutter darüber sprichst. Auf jeden Fall bist du hier in Sicherheit, definitiv, ja, also es wird auch wieder beschützt, ist das, man sagt, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen, aber es ist einfach mit dem Schiff, wo man sagt, naja, also nicht gleich, ne, aber es geht wieder aufwärts, also egal, was für eine missliche Sache das jetzt gerade ist, auch im beruflichen oder finanziellen, du wirst hier Unterstützung auf jeden Fall kriegen. Ja, ob das jetzt hier durch Freunde sind, ob das Familie ist, ob das von außen ist. Ich sag ja, es geht einfach nur dran zu bleiben, also nicht aufzugeben, sondern dir das zu nehmen, was dir zusteht. Vielleicht ist auch hier die Hartnäckigkeit ein bisschen gefragt, ja, dass man sagt, okay, gib nicht gleich auf jetzt, auch wenn sich etwas hier vielleicht in die Länge ziehen mag oder erstmal sich etwas ein bisschen schwieriger gestaltet und man echt denkt, boah, ne, jetzt kommt schon wieder das Gleiche auf mich zu, ne, die Wiederholung, es ist wieder alles Kacke. Also du bist hier beschützt, es wird dir nichts passieren, sondern es hat eher den Hintergrund, vielleicht wirklich auch nicht gleich aufzugeben, sondern dran zu bleiben und diese Sachen auch durchzusetzen, aber halt auch mal ein bisschen Geduld zu geben und Geduld zu haben. Ne? So, schau mal, da haben wir das Gericht sogar drauf. Es gibt hier einen Befreiungsschlag, ne? Und ja, da geht es auch nochmal eigentlich darum, um sich von Altem abzutrennen. Und wenn man das mal gemacht hat, dann wird man spüren, wie frei man eigentlich danach ist. Ja, wie angenehm ist. Also es ist eigentlich jetzt wurscht, vor welchem Problem du gerade stehst. Ja, es wird sich eine Lösung aufzeigen und das zeigt auch hier die Beschützkarte. Das heißt, auch wenn es jetzt gerade zwischen euch beiden schwierig ist, wenn es beruflich schwierig ist, finanziell schwierig ist oder du andere Angelegenheiten hast oder du denkst, du findest vielleicht keinen Partner, weil komme ich jemals wieder in eine stabile Partnerschaft. Es wird sich eine Lösung aufzeigen. Man wird dir helfen, du wirst Unterstützung bekommen. Ja? Es ist wichtig, die Vergangenheit loszulassen, weil da gibt es nichts. Ne? Das ist einfach... das stresst dich nur und die Vergangenheit hat dir auch nichts mehr zu sagen. So, dann haben wir hier den Gehängten. Und das ist halt so ein bisschen die Karte, wo man sagt, gut, aktuell kann man jetzt gerade die Situation nicht verändern, aber man kann aktiv dranbleiben. Das heißt also, die Sache nicht aus den Augen zu verlieren. Aber wir haben hier mit dem Gehängten und mit dem Schiff eigentlich wieder die Kombination, dass man sagt, okay, du kannst es jetzt gerade nicht verändern, daher tritt ein bisschen zurück und versuch in der Stille zu sein. Ja, also
es ist so, wir haben zwar schon die Aktivitätskarten drin, aber das ist für mich dann eher so, dass man sagt, bleib am Ball. Ja, also schmeiß es nicht gleich weg oder gib es gleich auf, sondern bleib ein bisschen in der Stille, weil die Zeit wird sich wieder ändern. Das heißt, es werden neue Erkenntnisse aufkommen. Wir haben ja hier die Veränderung, ne? Also Horizonterweiterung, Bewusstseinserweiterung. Und das kann natürlich ja auch für dein Gegenüber stehen. Ja? Vielleicht ist der auch gerade hier, wie gesagt, in der Versenkung verschwunden, ne? Kommt aber hier wieder. Das heißt, sammelt man auch gerade seine Kraft letztendlich, um in eine Veränderung zu gehen, weil man ja hier in eine feste Partnerschaft möchte. Ja? Oder man möchte zumindest eine solide Basis in einer Verbindung aufbauen oder man möchte vielleicht auch wieder etwas fester werden oder es soll gefestigter werden, ne? Also ein gutes Fundament, wo man hier auf diese Verbindung hinarbeitet. Ne? Ja, und der Turm ist halt einfach dieses, dass man alte Mauern niederreißt. Ja? Das hat jetzt nicht unbedingt immer etwas mit der Trennung zu tun, nur hier könnte es tatsächlich eine gegeben haben, aufgrund dessen, dass man hier ja, vielleicht auch verschiedener Meinung war oder jemand auf seine Meinung beharrt hat oder wie gesagt, du hast auf deine und er hat auf seine beharrt. Egal wie es ist, hier geht es darum, dass man, wie gesagt, diese alten Strukturen einreißt, damit sich also was verändern kann. Ja, damit es wieder in eine stabile, solide Basis zwischen euch beiden geht. Auch im Endeffekt im beruflichen, finanziellen. Also lege es auf dieses Thema über. Ja, und im Endeffekt, wenn man merkt, es geht nicht mehr weiter, dann geht es nicht mehr weiter. Dann ist man einfach am Punkt, wo man sagt, so, dann muss ich irgendwo mal was ändern. Das heißt, muss ich mich von irgendetwas befreien, um einen Neuanfang zu wagen? Und da kann dein Gegenüber eben genau dieses Problem gehabt haben, dass man eben nicht in seiner Kraft, in seiner Stärke war, um sofort in diese Veränderung hineinzugehen. Aber ich kann dir sagen, es wird auch noch dauern. Ja, es wird sich jetzt hier nicht schnell verändern, aber es wird sich was tun. Definitiv. Ja, also auch wenn, wie gesagt, gerade zwischen euch eine Trennung da ist, es ist aber beschützt. Aber es geht eher darum, diese Strukturen loszulassen. Alte Glaubenssätze, alte Muster, ne, das alles, was einem, wo man merkt, das ist einfach nicht mehr dienlich, da wiederholt sich 100-mal was, na, dann muss ich irgendwo mal was verändern. Also das kann dich betreffen, kann aber auch dein Gegenüber hier betreffen. Ich denke euch beide. So. Dann haben wir hier die Ruten und wir haben hier die Blumen. Ja, also da sieht man schon, es geht also um Gespräche, um Einladungen, die reinkommen. Also für viele wird es was Berufliches, Geschäftliches sein, wo man eben drüber spricht und auch eine Einladung erfolgt. Das heißt also, wenn du schon wartest, dass hier ein Angebot reinkommt, dann kommt eins, dann wirst du auch ein Vorstellungsgespräch haben. Ich sage ja, dann wird es hier in eine Beständigkeit gehen. Auch für finanzielle Sachen, ne? Auch da wird man hier mit dir sprechen. Und wir haben hier mit den Blumen eigentlich was sehr Schönes. Das heißt, bitte auch in der Kommunikation, in der Leichtigkeit bleiben, auch ganz wichtig. Also auch wenn hier jemand aus der Vergangenheit zurückkommt, versuche das, was du sprichst oder euer Gespräch in der Leichtigkeit zu halten. Weil hier hat eh schon jemand ein schwankendes Gemüt oder ist hier noch nicht so in der Stärke drinnen. Man versucht aber da reinzukommen, ja. Also versuche leicht zu bleiben. Auch im Vorstellungsgespräch, auch mit dem Bankberater, in der Familie, ja. Versuch einfach, es schön zu gestalten, Leichtigkeit, in der Freude zu bleiben. Also einfach locker. Bleibe locker in Gesprächen, ganz wichtig. So, dann nehme ich das Haus und wir haben hier den Hund. Das heißt, es geht um Stabilität und Vertrauen. Ja, hier haben wir mit dem Hund das Vertrauen drauf. Es kann natürlich auch sein, ne, dass du hier vielleicht auch schon eine Einladung bekommen hast oder es lädt dich auch jemand ein. Es kann sein, dass hier ein Freund zu dir nach Hause kommt oder jemanden, den du schon kennst. Es kann aber auch hier der Seelengefährte sein, ne? Schließ es nicht aus. Aber es geht einfach, wie ich gesagt habe, in den Gesprächen um die Lockernis und zwar, dass man einfach in der Stabilität bleibt und im Vertrauen bleibt. Deswegen dieses Lockere, ja, das kommt mir die ganze Zeit hier rein. Hier haben wir nochmal den Blumenstrauß. Das heißt, also hier kommt auf alle Fälle eine Einladung rein, etwas Schönes, eine Überraschung, ein Geschenk. Es kann auch hier überraschend jemand an dein Haus kommen, ja, die 18 hier. Das kann hier der Herzensmensch sein, es kann hier aber auch jemand völlig anderes sein. Es kann auch sein, dass du vielleicht jemanden kennengelernt hast. Auch das wäre möglich.
Und da haben wir nochmal den Hund. Also wir haben hier die gleichen Karten und wir haben hier die Eulen. Also es gibt hier auf alle Fälle, oder hier ist es, bleibe, wie gesagt, locker im Vertrauen und auch locker, was die Kommunikation betrifft. Ja, hier nehme ich regen Austausch wahr. Also hier wird schon vielleicht auch diskutiert. Kann zu Diskussionen kommen und deswegen kriege ich immer das Gleiche rein. Versuche locker zu bleiben. Ja, versuch nicht zu emotional oder zu rational zu sein, sondern eher vielleicht neutral, so wie du wirklich bist, authentisch zu sein. Also dich gar nicht dich stressen zu lassen, oder sondern bleib in deinem Wert. Ja, der Hund ist der Selbstwert. Du weißt um deinen Wert, ja, und kommuniziere das auch. Ja, also bleibe hier wirklich locker, flockig, gelassen, gut gelaunt, ja, also gar nicht irgendwo was Negatives einfließen lassen, weil das hatten wir ja hier schon. Ja, also so kann ich das hier nur sagen. Auf jeden Fall wird es Gespräche geben, definitiv. Also hier kommt jemand aus der Vergangenheit, wie man sieht, oder es kommt jemand, der mit dir sprechen möchte, der dich einladen möchte. Ja, weil man hier versucht, ja, wieder das Ganze stabil zu machen, vielleicht auch erstmal über den freundschaftlichen Weg, ja, dass du eine freundschaftliche Einladung erstmal bekommst, damit man einfach wieder mal ins Sprechen kommt. Ja, wir haben jetzt hier noch nicht die Partnerschaft liegen, man möchte dahin, ja, aber erstmal, das ist so ein Annähern, was hier stattfindet. Ja, man nähert sich erst wieder mal an über die Kommunikation. Die Eulen können das Internet sein. Ja, das kann jetzt hier per SMS, WhatsApp, E-Mail, wie auch immer, wo ihr seid, Facebook, keine Ahnung, wo man erstmal wieder versucht, eine Art Kontakt zu dir aufzubauen. Vielleicht lädt man dich ja auch ein, vielleicht kommt hier jemand auch ans Haus. Wie gesagt, könnte auch ein Überraschungsbesuch sein, dass man dir vielleicht kurz vorher mitteilt, ne? Weil die Eulen sind so die Kurzfristigkeit für mich. Also das könnte man dir hier kommunizieren. So, schauen wir mal weiter. Schau mal, da haben wir die Liebende. Das bist du. Die Herzdame liegt hier. Na? Dann haben wir hier den Sommertraum. Ja, es ist wird Zeit. Ne? Zeit wieder ja, für Geborgenheit, für eine euphorische Stimmung. Ich sage ja, bleibe locker, bleibe flockig. Ja? Es geht eigentlich nur darum, jetzt das Leben zu genießen, Zeit für Abenteuer, lass dich auf das ein, Glücksgefühle sollen sich wieder einstellen. Es geht nur um die Leichtigkeit hier, Leute. Ja, und da bist du gefragt. Vielleicht bist du da auch ein bisschen rausgekommen aus der Leichtigkeit, aber das würde mich hier nicht wundern, weil wenn zum Beispiel jemand hier eine sehr bestimmende Person ist, aber nicht von seinen Meinungen abweichen kann, dann vielleicht noch ein schwankendes Gemüt hat, hint und vor nicht weiß, was er will, dass man dann irgendwann mal nicht mehr locker bleibt, ist auch klar, weil irgendwo will man ja mal wissen. Aber hier ist jetzt für dich wirklich der Hinweis, bleibe flockig. Dann haben wir hier die Vertrautheit, weil das zwischen euch eine sehr intensive Verbindung ist. Ja, die ist hier, ich denke, dass hier schon der Seelengefährte ist, ja. Dieses tiefe Vertrauen, ja, vielleicht muss man das aber auch wieder erstmal aufbauen. Und das kann ich ja nur über die freundschaftliche Basis, indem ich mich kennenlerne, indem ich locker bleibe, flockig und sage, okay, schauen wir, dass wir die Leichtigkeit reinbringen und lassen alles auf uns zukommen und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt sozusagen. Ja, also gar nicht jetzt hier schon wieder hier so Richtlinien aufsetzen oder das muss jetzt und bla blub, sondern Druck reinsetzen, sondern wirklich hier locker bleiben, weil im Endeffekt möchtet ihr ja gemeinsam in die Zukunft blicken. Ja, das ist hier, man sieht ja, man sitzt da miteinander, ne? Das soll ja wieder ein Miteinander werden. Also im Endeffekt kann man hier auch schon sagen, wenn du das noch möchtest, dass es ein Miteinander wird, dann versuche ich wirklich keinen Druck reinzusetzen, sondern dich wirklich überraschen zu lassen. Guck mal, mit was man auf dich zukommt, ja, was man dir sagt und so weiter. Aber wie gesagt, tu mir einen Gefallen und bleib locker. Also erstmal ohne Erwartung rein, sondern wirklich ja, wie zwei Freunde, die sich treffen. Ihr wisst um eure Verbindung, ja, das brauche ich euch hier nicht sagen, ja. Aber es muss sich wieder aufbauen, ja, und es kann sich nur aufbauen, indem Vertrauen da ist. Und wie baut sich Vertrauen auf? Langsam,
Na, das geht nicht von heute auf morgen. So, und dann haben wir hier den König der Stäbe. Ja, das ist also hier ja, der Stabkönig. Das kann jetzt auch wieder er sein, ne? Wo man sagt, okay, es geht jetzt darum, sich diese Herausforderung zu stellen. Ja, also auch wenn alles schwierig ist, oder aber es geht jetzt darum, die selbstbewusste Seite hier wirklich zu zeigen und es voranzutreiben. Ja, das kann ich halt nur über Gespräche oder Austausch oder wenn man was miteinander unternimmt oder reden ist wichtig miteinander. Aber da haben wir hier die Kommunikation, das heißt, man wird dich sowieso einladen zu einem Gespräch oder das Gespräch kommt überraschend auf dich zu. Ich denke, dass das auch eine Situation sein wird, weil wir haben hier Bär mit Schiff. Das heißt, hier hat sich irgendwas schon relativ lange gezogen oder vielleicht hast du auch schon hier länger nichts mehr gehört, dass es hier so einen abrupten Abbruch gab. Ne? Dann ist es hier so, ja, dass das auf dich zukommt, wenn du am wenigsten damit rechnest. Ja, also wirklich so... Surprise, ich bin jetzt da, ne? Oder in einem Moment, wo du ja gar nicht mehr daran denkst, dass sich vielleicht da noch irgendjemand melden könnte, aber dann kommt da jemand rein, ne? Da war gerade noch was. Was habe ich denn jetzt übersehen? Gerade wollte noch eine Botschaft doch und jetzt ist sie weg. Naja, auf jeden Fall. Wart mal ab, da kommt es noch, kommt hier eine sehr schnelle Veränderung rein. Maximal bis zum Frühjahr, weil wir die Blumen haben, ne? Frühling, aber das passt jetzt auch wieder zu den ganzen Legungen, die wir hatten. Ja, dann haben wir hier einmal das Kind, es soll also um einen Neubeginn gehen, aber wir haben mit dem Kind die kleinen Schritte und wir haben hier die Sonne, ja. Also es geht um einen Neuanfang, um einen positiven Neuanfang und der Neuanfang soll auch in das große Glück führen, wie man sieht. Ja, aber auch wenn man sich hier freut, ne, das Kind geht mit kleinen Schritten voran. Bitte das bedenken. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht Großartiges haben. Auch hier sieht man drüber gespiegelt das Kind aufs Schiff. Das heißt, ja, es ist ein Neuanfang möglich. Ob jetzt du für dich alleine, ob mit diesem Partner, ob mit jemand Neues. Kann auch sein, dass du hier ja plötzlich auch überraschend jemanden kennenlernst. Sich auch nochmal sein, der auch hier, ja, der auch mit dir eine gewisse Vertrautheit hat. Ich meine, wir haben viele Seelengefährten. Ne? Also es kann hier tatsächlich möglich sein, dass hier überraschend dich jemand einlädt, den du kennenlernst. Jemand, der sehr stabil ist, der in seinem Wert ist, ja, der weiß, was du wert bist. Und der dir das auch genauso kommuniziert und dass du da eben, wie gesagt, auch diese Vertrautheit spürst. Ja, möglich ist alles. Ich sage niemals nie. Ne? Also es kann hier auch komplett jemand Neues sein, weil das ist ja hier noch der Schwankende. Ne? Aber auch da zählt es dafür. Also wie gesagt, es kann etwas Neues sein, es kann der Seelengefährte sein. Aber dieser Mann, der dann da auf dich zukommt, das ist dann jemand, der... mutig ist, ja, oder der dann auch in die Kraft und in die Stärke kommt und das würde dann hier auch passen, aber müssen wir uns überraschen lassen, ne? Ich möchte alles mit reinfließen lassen, also es kann jemand aus der Vergangenheit nochmal auftauchen und mutig werden, es kann aber auch jemanden sein, den du jetzt kennenlernst, der schon mutig ist, ja, und der dir das genau dann auch so sagt, ne? So, also wir haben hier Neuanfang und Sonne, das heißt, du wirst auf alle Fälle in einen glücklichen Neuanfang gehen oder du wirst einen Neuanfang haben und das große Glück wartet auf dich. Spiegelt sich hier auch wieder rüber auf den Bären, ja, wie du dich natürlich entscheidest, weiß ich nicht, ne? Das obliegt deiner. Aber man sieht ja, dass es hier wirklich zu regem Austausch kommen wird, also vielleicht auch mit mehreren Personen, dass du hier zwei hast, ja, dass du dich entscheiden musst zwischen zwei. Aber auf alle Fälle einen guten Ausgang. Das hat man beim letzten Orakel auch schon. So, wir haben jetzt noch den Berg drauf. Auch wieder hier die Herausforderung, die der König der Stäbe eigentlich schon sagt. Und wieder die Routen. Das heißt, diese Blockaden, die jetzt aktuell noch da sind, die möchte man bereinigen oder man möchte zumindest darüber sprechen, was blockiert den Neuanfang. Das könnte natürlich auch für deinen alten Herrn hier stehen. Da, also für Schätzelein. Dass man jetzt auf dich zugeht und zumindest sagt, okay, pass auf, ich möchte das schon oder das strebe ich eigentlich schon an. Und ich möchte ja auch einen Neuanfang und alles positiv. Aber ich muss hier nochmal drüber sprechen, was mich eigentlich blockiert. Das heißt, es kann also sein, dass hier jemand mal wirklich von seiner Meinung abweicht und sagt, naja,
wenn ich hier in eine feste, stabile Partnerschaft möchte, ja, dann kann ich nicht immer nur das oder mein Ego walten lassen und zu sagen, es zählt immer nur alles das, was ich sage und es zählt auch nur das, was ich will, ja, und wir machen auch nur das, was ich gut finde, nein, sondern dann muss man hier mal seine Meinung ändern, ja, oder man muss in eine Veränderung reingehen und da kann man schon, dass man dir auch erklärt, warum man blockiert war, dass man also dir sagt, warum man nicht in einen Neuanfang gehen konnte oder was eben hier, wie gesagt, noch das Hindernis war, das man hatte. Man spricht darüber und es wird sich hier zum Positiven bereinigen. Auch hier haben wir die Bereinigung drauf. Ne? Ich habe heute aber man sieht es Gott sei Dank nicht so bei dem Lackverschluss. Ich habe mir heute voll meine neu lackiert und da musste ich heute mal schnell weißeln und zack, am Arsch. So, dann haben wir hier die Mäuse und wir haben hier den Reiter. Ja, die Ängste, die Angst nach vorne zu gehen. Auch hier haben wir wieder, man hatte Angst vom Neubeginn und man hatte Angst, wirklich nach vorne zu gehen. Deswegen, es passt hier sehr gut auf jemanden aus der Vergangenheit. Das könnte hier tatsächlich jemand Neues sein. Aber wie gesagt, kann auch jeder Seelenpartner sein, ne? Weil man hier die Vertrautheit haben. Wo man jetzt dir sagen wird, okay, pass auf, ich hatte hier Blockaden, vielleicht auch noch kindliche Blockaden, weil schon langsam dämmert es hier wahrscheinlich, ne? Weil wir haben hier den Turm, das ist Loslassen auch. Also aus dieser gehängten Position sozusagen rauszugehen, ja, und endlich mal dieses, ja, ich kann eh nichts verändern, Gedöns zu beenden, das gilt auch für dich, ja. Also raus aus der Opferrolle, rein wieder ins Leben sozusagen. Auch hier, ne, Freunde treffen und so weiter, Leben genießen. Und dann wird man auch kindliche Blockaden aus dem Weg räumen können, ja, und man wird aus der Angst rausgehen und nach vorne. Weil wie wäre es jetzt schlimmer, wenn der Reiter in die Mäuse reitet? Dann würde ich sagen, hier so, nee, ne, da fressen die Mäuse die Aktivität weg. Aber die Mäuse drehen sich ja vom Reiter weg, das heißt, wir haben also hier schon eine Bewegung drauf. Man geht aus der Angst raus und kommt in Bewegung. Also irgendwo wird geklärt, es wird bereinigt, es wird darüber gesprochen. Ne? Und dann kann man auch nach vorne gehen. Ne? Man hatte hier vielleicht, wenn man das so rüberspiegelt, guckt mal, ne? Vielleicht hatte er noch familiäre Blockaden, die hier, oder wo Familie noch einen Einfluss hatte. Oder vielleicht deine Familie, wie auch immer. Ne? Man sieht hier schon, hier die 28 mit den Ruten. Ne? Man ist sehr zornig, man ist sehr wütend gewesen, oder ist es noch? Weil man sich einfach abhalten lassen hat von jemandem oder von etwas. Ja, das kann also wirklich was Familiäres sein. Dann haben wir hier die Mäuse auf das Haus. Also Kummer auch im privaten Bereich. Das heißt, irgendwas hat da auch schon nicht gepasst. Hatten wir aber auch schon in den letzten Orakeln. Und aber auch Angst vor dieser festen Partnerschaft oder Angst vor Verbindlichkeit. Ja, vielleicht hatte er schon Verbindlichkeiten, die nicht funktioniert hatten. Das kann gut möglich sein. Ne? Und deswegen hatte man Angst, in eine Verbindung hineinzugehen. Aber das wird sich hier auflösen, das wird sich hier klären. So, da haben wir nämlich die Monotonie. Ja? Man war zu festgefahren. Ja, das war der Hintergrund, ja, auf die Blockade, man war zu festgefahren, man hat den routinierten Ablauf, ja, irgendwo Verpflichtungsmarathon, aber man hatte keine Freude mehr, nix, ne, vielleicht ist er auch sehr gereizt gewesen oder vielleicht auch du, es kann auch dich alles hier betreffen, ne, aber ich nehme es fast schon wahr, dass es dein Gegenüber ist, vielleicht auch sehr gereizt war in der Vergangenheit, ja, man konnte ihn nicht ansprechen oder er hat überhaupt auf nichts reagiert, ne, dieses Festgefahrene, was wir hier eigentlich schon haben. Ja, Wirbelsturm, ne, und dann hat es halt eine plötzliche Wende gegeben, das haben wir hier auch, ne, dass man sagt, ja, vielleicht dann eben genau diese Trennung, vielleicht hast du dich auch zurückgezogen und gesagt, gut, ich kann das so nicht, das belastet mich, ich muss hier in meine eigene Stärke kommen, ich muss mal wieder was verändern, ja, ich muss also schauen, dass ich hier aktiv werde und meine eigene Balance bekomme und dass ich hier wieder in meine Stabilität reinkomme und nicht hier irgendwo in der Dauerschleife festhänge, ja, also das nehme ich eher für dich wahr, dass du gesagt hast, nö, ich möchte das nicht mehr, ja, wenn hier jemand nur negativ ist und immer schwankendes Gemüt, Ego gedünnt schlechthin, ja, sich nicht meine Meinung zählt gar nicht oder sich auf gar keine Veränderung einlassen kann, dann ist es irgendwie so, dass man sagt, okay, dann hat es hier plötzlich eine Wende gegeben, ne, sehr und schnell und unerwartet. Das heißt, keiner hat damit gerechnet, eher wahrscheinlich am allerwenigsten, ja. Und ja, man hat das dann auch durchgezogen. Man hat vielleicht auch förmlich jemanden überrumpelt damit, aber letztendlich
musste das so sein, ja, und auch dein Gegenüber kann das sein, dass man sagt, ja, genau, das hat sich dann eben entweder durch dich oder durch ihn gewendet, ne? Man hat hier vielleicht auch etwas überstürzt gehandelt, ne? Und dann haben wir hier das Ghosting, ne? Dass man von heute auf morgen verschwunden ist, ne? Man hat keine Nachricht mehr geschickt, man ist plötzlich weg, man hat sich aus dem Staub gemacht, ne? Aber das liegt hier, das ist hier wirklich so dieses, ja, was diese Blockaden alles sind, ne? Dass man hier aus Angst nach vorne zu gehen, haben wir hier nochmal in der Erklärung, ne? So, dann haben wir nämlich hier die 8 der Kelche drauf. Und das heißt, genau um das geht es, dass man eben keine Angst mehr vor dem Unbekannten hat. Das kann, du kannst es hier mit jemandem zu tun haben, der sehr eingefahren ist, ne, der sehr impulsiv ist und vor lauter Irr oder vor lauter Überforderung dann wieder hier abtaucht. Ne? Kann unter Umständen sogar nochmal passieren. Aber wie gesagt, 8 der Kelche sagt ja, ne, es ist eine ungewisse Zukunft, aber es geht um die neuen Wege. Und das heißt, man darf also keine Angst vor dem Unbekannten haben, aber man wird auch aus der Angst rausgehen. Schaut euch mal das an. Also im Endeffekt ist das, glaube ich, hier nochmal diese Blockaden, die man hatte, dass man sagt, ja, ich war zu eingefahren, ich war zu ungestüm und ich habe mich ständig verpieselt. Ne? Aber jetzt gehe ich raus aus meinen Ängsten, weil ich möchte ja auch endlich mal in meinen Neuanfang und in mein großes Glück. Kann auch für dich stehen, ja, dass du plötzlich untergetaucht bist vor Angst oder dass du wieder verletzt wirst oder... Ne, auch da. Aber jetzt ist es halt so, dass man sagt, so, du sollst positiv in die Zukunft schauen, nach vorne auf jeden Fall. Na, und ja, erstmal jeder vielleicht auch seinen eigenen Weg erstmal geht, ne, und sich hier wieder einkriegt, weil wir haben hier noch mit dem Schiff die Geduld. Das heißt, ja, die Wege, wir haben hier immer noch keine Verbindung nicht liegen, Leute, ne, nicht, dass ihr meint, ja, der Neuanfang super und so weiter. Nee, nee, sondern dass man miteinander wieder neu anfängt. Also, wir reden aber hier noch nicht von einer Verbindung, sondern erstmal diesen Aufbau des Vertrauens, ja. Locker, flockig und so weiter. Ich meine, was du natürlich tust, wenn hier nochmal ein neuer Mann reinkommt, dann wirst du dich sowieso entscheiden müssen. Möchtest du das Neue, möchtest du nochmal das Alte, wie auch immer, ja. Aber hier ist es so, dass man erstmal eigene Wege geht, ja, um aus diesen Ängsten auch rauszukommen. Ja, das heißt, vielleicht auch nochmal kindliche Themen, die beleuchtet werden bei deinem Gegenüber, ja. Die Blockaden werden bereinigt, man geht aus den Ängsten, aber man wird nach vorne gehen. Ja, hier haben wir den Reiter, das ist schon, ist zwar ein bisschen schneller, aber auch nicht jetzt, dass man es hier in 5 Tagen schafft, ja. Veränderungen brauchen Zeit, ja. Die gehen hier nur in kleinen Schritten voran. Da würde ich sagen, vielleicht spätestens zur warmen Jahreszeit, dass das dann soweit ist, ne? Muss aber nicht. Kann auch schneller sein. Ja, wir haben hier den Hohepriester. Das ist auch wieder dieses bleib dir selbst treu Thema, ne? Ja, erst wenn man sich ganz sicher ist, ja, dass wirklich ganz sicher ist, was man will, ja, dann sollte man auch nach vorne gehen. Das heißt, aber erst wenn ich wirklich dazu stehe, ja, na, nicht, dass das wieder von vorne angeht und sagt, ja, super, dann ist hier wieder all die Überforderung drin und dann wird hier wieder impulsiv gehandelt und dann geht man wieder ins Ghosting. Das soll es nämlich nicht mehr sein, sondern der Hohepriester ist, er sagt, ne, erst wenn du vollkommen dahinter stehst, dann wirst du dich auch nicht mehr abbringen lassen von deiner Meinung, ja, oder dich in irgendeiner Weise beeinflussen lassen, ja. Und weil jeder für sich oder von euch beiden den Weg alleine hier kennt und vor allem du. Na, und eure Liebe ist ja beschützt. Ja, du darfst im Vertrauen bleiben, dass das gut wird, weil wir das hier auch schon mit der Sonne haben. Mit wem auch immer. Na, so, hier unterm Deck haben wir auch die Liebe, na, das Herz. Da liegt auch wieder der Herzensmann dran. Ja, man hat hier noch Zweifel. Soll man dir schreiben, soll man dir nicht schreiben? Na, das ist jetzt momentan hier ein bisschen die Zwiespalt noch. Aber man wird hier stabil. Oder man wird hier in die Beständigkeit gehen. Schicksalhaft haben wir hier noch ein Geheimnis, ne? Auch noch Lernaufgabe, sich zu festigen. In irgendwas hält man aber auch noch fest, was noch im verborgenen Geheimen ist. Das heißt, es kann hier sein, dass es hier noch um Emotionen geht, ja, die jetzt hier abzulösen sind und die in die Veränderung dürfen oder wo diese, dass man hier einfach seine Meinung auch ändert, ja? Weil wir hier in Kürze nur noch die kleinen Blockaden haben. Das heißt aber auch nur noch kurzfristig und dann wird diese Blockade hier beendet. Ja, und man kommt hier endlich mal in seinen Selbstwert rein, ne? Und dass man dann nach vorne geht. Ja,
Also hier kriegt man auch nochmal eine Klarheit über diese Ängste, die man hatte. Die werden auch geklärt, wie man hier sieht. Ne? Also man macht sich hier schon viele Gedanken. Ja? Hier halt auch nochmal was ab, etwas, was schwierig war. Ne? Aber es ist halt einfach auch ein Heilweg. Ne? So, dann haben wir hier drunter den Schlüssel. Ja, mit Sicherheit wird das alles so sein. So, mit Sicherheit haben wir hier noch die Unklarheiten, aber die werden hier auch weggestrahlt von der Sonne. Das heißt, es klart hier alles auf. Wir haben hier sogar nochmal die helle Seite zu der Sonne. Wir haben die dunkle Seite zum Schlüssel. Das heißt, ja, es ist ein Sicherheitsthema. Klar, dass wir das auch wieder dabei haben. Ne? Aber es wird hier kommuniziert. Das, was alles hier falsch gelaufen ist oder wo es jetzt nicht gepasst hat, das wird hier in den Sarg gelegt. Auch die ganzen Umwege, die man gegangen hat, werden in den Sarg gelegt. Ja, ja, man hat hier zwar schon noch ein bisschen die Zeitverzögerung drauf, wie man sieht, ja, weil man halt einfach noch diese Angst hat. Da ist es jetzt so, ne, da reitet der weiter in die Mäuse rein, ja, dass man sagt, ja, bewegungsunfähig, man hat da noch ein bisschen Angst, nach vorne zu gehen, aber man möchte diese Verbindung dann auch öffentlich machen. Aber man wird sich auch für diese Wiederholung, die man hier hat, nochmal öffnen, ja, und in die Tiefe schauen und zu sagen, hey, wo hänge ich denn da eigentlich, ne? Weil eigentlich möchte ich ja hier Liebe leben, ich möchte neu anfangen, ich möchte Leichtigkeit, ich möchte eine Veränderung und das am besten mit der Herzensdame, ne? Das soll ja alles wachsen und gedeihen. Ja, ja, mhm. So, dann haben wir hier den Bären. Also ich sage ja, entweder jemand aus der Vergangenheit oder wie gesagt, das alles ist bei dir das Berufliche. Hier kommen Nachrichten rein. Schau mal in deine Richtung, wie man hier sieht. Na, man wird sich dir mitteilen, dass sich etwas verändert hat oder dass man gerne eine Veränderung möchte. Man hat auch Sehnsucht. Vielleicht teilt man dir auch mit, dass man der Sehnsucht hat und dass man gerne das Ganze hier wieder ja, wachsen lassen möchte, entwickeln lassen möchte. In Kürze haben wir hier auch nochmal plötzlich einen Blitzschlag, den man kriegt oder eine Erkenntnis, die hier reinkommt, wo man hier auch, da lüftet sich nochmal ein Geheimnis, wie schon vorher gesagt, wo wirklich hier in die Tiefen auch die Klarheit reinkommt oder in die Gefühlsebene die Klarheit reinkommt. Ne? Da, wo man immer noch drüber nachgedacht hat, ja, ist das wieder alles falsch und so weiter, belasten und so weiter, aber es gibt hier den Neuanfang. Ne? Also da haben wir es auch. Dann haben wir hier unten drunter Schneewittchen. Ja, etwas naiv, sehr leichtgläubig, kann leicht überredet werden, lässt sich schnell von etwas überzeugen, rennt blindlings in das Verderben, zu gutmütig. Ja, also auch da nochmal Acht geben, bitteschön. Mit was man hier ums Eck kommt, lass dich nicht gleich wieder überreden, sondern schau dir erstmal an. Ne? Vielleicht war das auch so eine Eigenschaft von dir, dass du vielleicht zu schnell warst, zu gutgläubig warst, zu naiv warst. Aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach, naja, wenn man halt glücklich ist oder so oder verliebt ist oder so, dass man halt vielleicht sehr schnell, dass man, ja, ein bisschen die rosarote Brille am Anfang auf hat. Aber das ist jetzt wurscht, ja. Im Endeffekt siehst du hier, dass du dich wieder sammelst und dass du sowieso wieder in deine Veränderung reingehst. Da wäre das Schneewittchen für mich eher so eine Karte, wo man sagt, gut, hast jetzt draus gelernt, dass du vielleicht nicht zu schnell bist oder dass du dich nicht zu schnell überreden lässt, sondern dir vielleicht die Dinge auch erstmal anschaust und dir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gibst, ja. Und hier unten drunter haben wir die Mäßigkeit, na, das ist der Fluss des Lebens, auch hier nochmal sehr schön, gebe den Dingen Zeit, sich zu entwickeln, nehme den Druck raus und kommt in den Fluss des Lebens, alles bedarf Zeit, sei geduldig mit dir und deinem Umfeld und bleibe in deiner Harmonie und im Frieden, ja, die Gefühle fließen und ihr seid auf dem Weg in eine harmonische Beziehung, ja, der Weg dahin, also wirklich, die Mäßigkeit könnte es hier nicht, jetzt haben wir schon wieder 48 Minuten, das ist der Wahnsinn. Ich komme hier nicht aus dem Quatschen raus, ne? Momentan ist so viel Info. Die Mäßigkeit bestärkt das alles, was ich hier eigentlich in der Mitte nochmal gesagt habe, dass man sagt, so, gib den Dingen Zeit, ja? Mach keinen Druck rein. Lass es sich entwickeln, lass es auf dich zukommen, so wie es kommt, so kommt's. Es hat schon alles seinen Grund, warum es so ist, ja? Du kannst dich mit deinen Sachen auseinandersetzen, das ist sehr wichtig, ja, dass du dir deine Schattenanteile nochmal anschaust, dich deinen Ängsten stellst, ja, das ist immer ganz wichtig, weil dieses, ja, alles wird gut gedünst, das, ne, wenn man nichts dafür tut, dann ist, das ist ein Irrglaube, Leute. Ihr müsst euch schon mit diesen Sachen konfrontieren, ja, aber die nicht zu eurem machen. Ne? Das heißt also, ja, diese Schattenanteile, die ich habe, anzunehmen und zu integrieren, aber nicht damit identifizieren. Ja, ihr sollt die annehmen, dass sie da sind, ja, aber ihr sollt nicht so werden. Ne? Das ist auch ein Unterschied.
Und deswegen lasst den Dingen Zeit, schaut euch eure Sachen an, auch wenn noch Ruhephase drin ist, ist es nicht umsonst. Ja, es hat immer so einen Grund, warum das alles passiert. Aber wie gesagt, Druck raus, fließen lassen. Ich habe es mir jetzt bei TikTok gedacht, da mache ich ja einmal in der Woche einen Livestream und es war Portaltag und bei jeder zweiten Legung sind die Fische rausgefallen. Die Fische, ja, das heißt fließen lassen, laufen lassen, ne? Und immer die Fische. Und das ist eigentlich genau dasselbe, dass man sagt, hey, gib dem Fluss des Lebens, weil das, was für dich bestimmt ist, kommt eh auf dich zu, ja? Aber trotzdem, deine eigene Arbeit ist wichtig, das nicht vergessen, ja? So, jetzt haben wir 50 Minuten, jetzt Schluss, ich bin weg. Also es ist eine wunderschöne Legung, ja, auf jeden Fall. Und ja, guck mal, wie das für dich stimmig ist und lass dich mal überraschen, was hier auf dich zukommt. So, Herzels, ich drücke euch, ne, und wir hören uns auf alle Fälle im nächsten Orakel. Bussi Baba.